Moin und herzlich willkommen hier zum ersten Rennen im BMW M4 GT3 auf keiner geringeren Strecke als Paul Ricard. Fragt einfach nicht. Ja, der Server war gerade voll und weil am Wochenende 6 Stunden SimGrid ist, haben wir gedacht, komm, scheiß drauf, fahren wir hier. Wir sehen es jetzt hier schon, Gumball steht neben mir und ja, Gumball and me, myself and I dachten uns, ja komm, last to first, wir sind hier einfach zum Rennstart erst drauf gejoint, wie wir es eigentlich immer machen. Und dachten uns, ja, mischen wir jetzt hier mal so ein bisschen durch das Feld. Und was natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist zu beurteilen, weil hier alle M4 fahren. Ja, es wäre eigentlich gut gewesen, mal so ein bisschen hier den Topspeed zu vergleichen, um das Auto ein bisschen einschätzen zu können. Aber weil alle hier der Meinung waren, direkt M4 zu fahren, was ja auch keine große Überraschung ist, ja, wird das hier einfach ein bisschen schwierig. Sehr wuseliges Rennen, wir sehen es hier. Wir haben jetzt Gumball hier im Rückspiegel, der M4, keine Ahnung, und der M4, keine Ahnung. Ja, ab auf die lange Gerade hier, der Aston neben uns, Beschleunigungsduell, Beschleunigung auf jeden Fall, ja, relativ identisch. Bin jetzt hier aus dem Windschatten ausgeschert und jetzt habt ihr es gesehen, ich bin nach rechts gefahren und zwar ist mein Teamkollege hier mit Überschuss rangeflogen und ich war so nett. Ich hätte ihn auch einkeilen können, dann wäre er nicht vorbeigefahren. Aber nein, das hätte ich im Ligarennen gegen Gegner vielleicht gemacht, aber nicht unter Teamkollegen. Ich meine, wir waren im Boys. So nicht. So, wir sehen es jetzt hier schräg links vor mir, ist der Junge. Zu dritt. Ich dachte, jetzt gehst du ja auch noch rein und jetzt plöpp. Hat einer nicht aufgepasst. Kurz reingezogen. Aber nichts passiert. Ja, schwierig. War einfach sehr eng, war auch sehr mutig von mir, dann noch reinzufahren. Aber es gibt einen Heli-Corsa. Also das ist ja natürlich auch nochmal so eine Sache, könnte man vielleicht sehen. So, jetzt habe ich einen neben mir. Ich dachte, boah, bevor es knallt, gehe ich einfach außen rum. Habe hier keine Warning bekommen, also alles gut. Habe ja, den Gegner jetzt so ein bisschen ausbeschleunigt, weil ich halt einfach früher am Gas war. Fahre jetzt hier noch ein bisschen. Temperatur in die Reifen sind mittlerweile auf der 11. Position. Hier, Heck wird nervös. Und jetzt guck mal hier, ich habe mich hier gut positioniert. Und jetzt habe ich hier den Schwung. Und ich habe gehofft, dass der Grüne einfach ein bisschen nach rechts fährt. Und er lässt mir tatsächlich links die Lücke. Und auch geiles Überholmanöver, oder? Ja, jetzt habe ich das Problem, dass der Kollege hier noch unbedingt mit in die Kurve fahren wollte. Ja, und jetzt jetzt vielleicht gesehen, er ist außen mitgefahren und dann bin ich einfach früher ans Gas gegangen, konnte ihn quasi an der Kurve am Ausgang kurz ausbeschleunigen, dass ich mein Auto davor gesetzt habe und bin ganz in die Kurve angefahren. Das ist natürlich absolut katastrophal für die Kurve. Ja, ist aber ganz gängig, um sich einfach kurz einmal vor den Gegner zu setzen und dann ja, die Kurve für sich zu behaupten. Ansonsten hätte ich quasi innen fahren müssen. Und wenn ich quasi innen geblieben wäre, wäre er außen mitgefahren, dann wäre die Rechtskurve gekommen, dann wäre er vorbeigegangen. Dementsprechend sind wir nebeneinander in die Kurve gefahren. Ich habe ja quasi die gute Linie, die Rennlinie, die Racing Line geopfert, um einfach ja, die Position zu behaupten. So, jetzt harter Zweikampf, da war richtig was los. Ich habe richtig spät in die Kurve gebremst und ja, hab den guten Kollegen jetzt einfach mal hier außen stehen lassen. Zweiter, ziemlich geiler Move. Also ich hatte richtig Spaß hier, ja, mit diesem Auto hier zu racen. Funktioniert richtig, richtig genial, weil das Auto verfügt über, muss man schon sagen, sehr, sehr viel Aero. Zumindest fühlt es sich so an. Wir fahren hier mit einem Nullerflügel ohne Rake und Junge, Junge, Junge. Wir sind hier letzte Woche den Lexus gefahren, auch mit einem Nullerflügel ohne Wake. Aber verdammte Hacke, das ist einfach mal gar nicht zu vergleichen. So, jetzt mittlerweile Position 6, also 5 Positionen in einer Runde gut gemacht. Hab jetzt hier den Kollegen vor mir, auch in der Farbe sieht das Auto fantastisch aus. Davor fährt Gumball mittlerweile auf Position 4. So, habe jetzt hier ein bisschen früher gebremst als der Kollege. Ja, habe jetzt hier ganz langsam gemacht, um mich hier besser zu positionieren. Bin jetzt hier ganz nah dran, was vielleicht sogar schon zu nah dran ist für Paul Ricard, weil
Wenn ihr zu nah dran seid, dann fahrt ihr hinterher, habt einen leichten Überschuss, zieht raus und dann habt ihr eigentlich keinen Überschuss mehr und könnt euch einfach nicht vorbeisetzen. Deswegen ist es eigentlich geil, wenn ihr so 4-5 Zehntel habt, die ihr zufahren könnt, um damit Überschuss zu überholen, weil ich bin jetzt quasi direkt hinter ihm, hatte nur 3 Zehntel Rückstand und das ist ärgerlich. Das ist dann einfach sehr träge, sehr zäh. Und ich dachte mir, ach, verdammte Hacke. Außenrum hat es jetzt so oft funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Ich bremse nochmal extrem spät in die Kurve. Und weil ich einfach ein Stück vor ihm war. Und man muss dazu sagen, der Kollege war super fair im Zweikampf. Wenn man es schafft, sich außen ein bisschen vor den Gegner zu setzen. Also mein Auto ist ungefähr hier und sein Auto ist hier. Dann kann er sich einfach schlecht nach außen treiben lassen, weil ich bin ja hier. Das heißt, er muss die engere Linie fahren und die also wirklich eng bleiben. Wenn man sehr weit eng oder innen fahren möchte, dann das ja, setzt halt voraus, dass man sehr langsam fährt. Und dadurch hat man einfach die Chance, wenn man einfach einmal außen daneben ist, den Gegner halt ganz gut zu überholen. Mache ich extrem gerne. Setzt immer voraus, dass der Gegner auch fair fährt. Wenn du einen aufs Heck bekommst, einen auf die Ecke, dann drehst du dich halt raus. Das ist da halt ein großes Risiko. Hier, Hinterachse, wilde Achse oder irgendwie sowas. Nee, ich überhole tatsächlich gerne. Man braucht natürlich ein bisschen Erfahrung, muss ein bisschen abschätzen können, wie viel Platz ist innen, weil man will nicht mehr Platz lassen, als der Gegner ja wirklich braucht. Also es sollte so wenig Platz wie möglich sein, aber immerhin so viel, dass man halt nicht stirbt. Ja, auch hier kurz Probleme mit der Traktion. War direkt hinten dran, ähnliches Problem wie eben, was ich eben gesagt habe. Wenn ihr zu nah am Vordermann seid, dann wird es einfach schwierig mit dem Überholen. Haha, denkste. Denn der Lambo wurde beim Update auch angerührt und ich meine, ich kann kein Flügel mehr abbauen und ich kann auch nicht weniger Rake fahren. Ich bin hier einfach mal absolutes Futter. Und hinter mir hat der M4 einen doppelten Windschatten, ist jetzt hier neben mir, versucht jetzt das gleiche, wie ich eben probiert habe. So, jetzt macht er das, was ich eben gemacht habe. Und ich bin extrem schnell in die Kurve gefahren und habe einfach versucht, dann ja, quasi wieder vor ihn zu kommen. Und da haben wir gesehen, okay, jetzt haben wir ihn ausgetrickst, jetzt da hat er auf jeden Fall zu viel gewollt. So, wenn wir das jetzt nochmal kurz aufarbeiten. Der Lambo ist uns auf der Geraden weggefahren, bedeutet der Lambo hat einen besseren Topspeed, obwohl ich eigentlich ja kaum hätte mehr machen können, um mehr Topspeed zu generieren. Was wir aber gesehen haben, danach ging es in die beiden schnellen Rechtskurven und gerade in der zweiten Rechtskurve haben wir gemerkt, dass wir erstmal von der Linie besser aufgestellt waren, obwohl wir im Zweikampf waren und zweitens einfach, dass wir scheinbar mehr, ja, über mehr Aero verfügen. Das hat man ganz gut gesehen, weil der Lambo da super viel Struggle hatte und ja, wir konnten da richtig viel Speed mit reingehen. Fürs Rennen ist das natürlich scheiße, weil du halt einfach den Gegner kaum überholen kannst. Andererseits ja, hilft dir das natürlich beim Verschleiß, wenn dein Auto mehr Abtrieb hat und dadurch ein bisschen weniger rutscht. So, ich würde jetzt sagen, wir springen mal kurz bis zur nächsten Szene. So, die nächste Runde beginnt. Wir sind auf P4 aktuell. Mittlerweile hat sich Gumball einfach mal still und heimlich auf Position 1 gesetzt. Und ja, ich wollte es ihm gleich machen. Der Typ vor uns war überrundet. Der hat also mit dem Ganzen nichts zu tun. Und jetzt vorne kracht es hier zwischen P2 und 3. Wollte mich jetzt hier gut positionieren, weil jetzt hier gerade P2 wieder kam. Und verdammte Scheiße. Das hat richtig weh getan. Und mein lieber Scholli, den habe ich nicht kommen sehen und der hat mir auch mein Auto richtig zerbombt. Und ja, jetzt haben wir hier das Problem, dass ich hier gegen den M4 kämpfen muss, gegen den ich eben schon gekämpft habe. Kommen wir jetzt hier besser raus, bevor wir jetzt gleich nochmal ins Replay springen, gucken wir uns jetzt erst auf der Geraden an. Und ihr seht es jetzt schon, Aero-Schaden. Wir haben richtig einen hinten auf die Ecke bekommen. Na, hier weiß ich nicht, das
war ein bisschen wild. Ja, allerdings unsere Aero jetzt auf jeden Fall zerstört, was in den Kurven kaum merkbar ist, weil es zwar nicht so viel Aero-Schaden, aber Aero-Schaden. Auf der Strecke merkt man Aero-Schaden gerade beim Topspeed. Wir springen mal ganz kurz ins Replay, bevor wir hier wieder einsteigen. So, und jetzt gucken wir jetzt hier nochmal fürs Protokoll. 55,5 die letzte Runde davor. Auto sieht einfach extrem geil aus. Haben wir einen kleinen Fehler gemacht. So, davor hat es jetzt gekracht. Ich hole jetzt hier nach außen hinaus, um gegen den M4 gut auszuholen. Und ja, das war nix. Das war so ziemlich mit die unnötigste Kollision seit langem, glaube ich. Das tat schon richtig weh. Und das war dann jetzt auch die Stelle, wo mir hier der Topspeed gefehlt hat. Ja, wir springen mal wieder gleich in den Zweikampf, den wir eben gesehen haben. Ja, und dann gehen wir mal hier zurück in den Zweikampf. Also wie gesagt, den Schaden, ja, hat man beim Fahren eigentlich nicht so wirklich gemerkt. Also jetzt, ich hatte kaum einen Nachteil hier irgendwie im Zweikampf. Das war alles total fein, gar kein Problem gewesen. Und ja, an der Stelle musste Gumball dann zum Essen und das war eine sehr unglückliche Situation, weil ich im Zweikampf war und der war absolut verdeckt, dieser Unfall. Und ich konnte nicht sehen, was da passiert ist und bin halt einfach reingefahren. Nee, was ich sagen wollte, ja, im Hause Gumball gab es Essen und dementsprechend hat der Junge dann abgeschellt, nachdem er bewiesen hat, dass er in gefühlt anderthalb Runden von Paillet 22 auf 1 fahren kann. Und damit ging das eigentlich um den Sieg. Und das Problem, ja, jetzt, wir sehen es jetzt hier auch, jetzt ist das Auto nicht nur hinten platt, jetzt ist es auch noch vorne platt. Und wie schon gesagt, fahrtechnisch ist das eigentlich relativ wumpe. Man fährt hier eh so gut wie keine Aero und wenn man keine Aero fährt, dann, ja, null mal nix ist immer noch nix. Das Problem ist aber, der Aero-Schaden, der ist, ja, einfach dein Tod, wenn es dann auf die lange Straight geht. Und was ich jetzt eben noch nicht so wirklich thematisiert habe, das Auto ist verdammt nochmal echt eine tote Hupe hier auf der Straight. Der Wagen ist so langsam wie vorher der Audi, der so mit das langsamste Auto war auf der Geraden. Und ja, meines Wissens nach haben die den Audi ja ein bisschen gepatcht und ein bisschen schneller gemacht und wir haben es eben gesehen. Wir sollten 274 bis 276 fahren. Der Audi fuhr letzte Woche im Ligarennen 274 und ich bin jetzt hier gerade mit ein bisschen Windschatten mit dem Aero-Schaden 269 gefahren. Das tut schon herbe weh. Also der Lexus fährt 283 ohne Windschatten und das ist echt ein Brett. So, wir sind jetzt hier. Ich hatte einfach den besseren Grip. Ich konnte hier auch gegen den Kollegen im gelben M4 deutlich mehr pushen. Ich war auch die ganze Zeit schneller. Allerdings sehen wir gleich, was einfach dann hier das Problem war. Und zwar ist das einfach mit dem Überholen erstmal schwierig. Ich habe mich jetzt hier gezeigt mit meinem Schrotti. Und P1 hat sich natürlich auch direkt entfernt, weil das kostet super viel Zeit. Der ist richtig oder eine ganze Ecke zu schnell in Turn 1 reingefahren, hat sich dann schlecht vorbereitet für die eigentlich wichtige Kurve 2. Dementsprechend konnte ich mich jetzt hier daneben setzen. Er fährt jetzt mit. Ich bin fast in ihn reingesprungen, hier über den Körper jetzt hier außen mit. Setze mich jetzt hier innen daneben. Er kann zwar von außen ausholen. Ja, konnte jetzt hier aber P1 einnehmen. Ja, und dass das vielleicht gar nicht so clever war, an der Stelle zu überholen, das muss ich jetzt so im Nachhinein auch eingestehen. Hab's tatsächlich in dem Eifer des Gefechtes gar nicht geschnallt, wie viel Topspeed ich doch eigentlich liegen lassen habe. Und ja, die Anzeige ist noch nicht ganz richtig. Da steht jetzt irgendwas von 2 Zehnteln, aber als ich auf die Gerade gegangen bin, waren das vermutlich um die 5,5 bis 6 Zehntel. Mach jetzt hier im ersten Versuch erstmal gar nicht die Linie zu, weil guckt es euch an, er schert halt vor mir wieder ein vor der Kurve. Das heißt, ich habe mal eben roundabout 7,5 Zehntel verloren über die Straight gegen das gleiche Auto, einfach durch Windschatten und Aero-Schaden. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wäre zum Beispiel ein, keine Ahnung, Ferrari gewesen
oder ein Auto, auch der McLaren hat hier einen ganz guten Topspeed, oder der Aston mit einem niedrigen Flügel oder Nullerflügel. Ja, dann sieht das hier schon echt sehr, sehr duster aus. Wir sehen auch wieder hier, das ist hier wieder mein Sektor. Ich hänge ihn wieder hinten unterm Flügel. Komm aber wieder nicht vorbei. Extrem schwierig. Aber ich meine, es ging halt hier um den Sieg. Aber in dem Moment, wenn man sich so viel Zeit kostet. Aber so einen genialen Kampf hat, weil man muss sagen, der Kollege war schon sehr korrekt unterwegs. Also der Fight war schon super fair, hat mega Spaß gemacht. Aber auch hier wieder ist der Kollege zu früh in die Kurve gefahren und ich habe den Überschuss und ich meine, ja, wenn du daneben kommst, dann fährst du halt daneben, dann versuchst du zu überholen. Gleiche Geschichte wie eben, ich fahre hier wieder mit, kann mich jetzt hier wieder im Zweikampf daneben setzen, kann mich jetzt hier wieder vorbeisetzen und macht Pause, schreibt in die Kommentare, was glaubt ihr denn, was passiert? Ich meine, ich muss es doch eigentlich nicht erzählen. Aber ich weiß nicht, ich zu behaupten, es war vielleicht ein Fehler, dann da vorbeizugehen vor der langen Gerade, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt hätte überholen können, wenn ich hinter ihm geblieben wäre. Weil selbst wenn ich Windschatten gehabt hätte, hätte ich einfach einen schlechten Topspeed gehabt. Und ich glaube nicht, dass ich Überschuss gehabt hätte, um ihn zu überholen. Ja, und jetzt bin ich wieder dahinter. Ja, moin, perfekt. Ungünstig. Aber wie schon gesagt, wer so einen Zweikampf fährt, der ja, kommt damit, glaube ich, klar, dass er dann hier irgendwie vielleicht gerade die Siegchance verpasst, weil es halt einfach mega Spaß macht. Ich würde sagen, wir springen nochmal in die Onboard. So, wie jetzt der ganze Spaß aus der Onboard aussieht, das seht ihr hier und ja, ihr seht den Spiegel in der Mitte. Ich meine, ich war 15. vor ihm. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn in der Situation bitte machen? So, und jetzt sehen wir es hier schon. Es ging danach in die Kurve und ich konnte halt sofort wieder meinen Vorteil ausspielen. Hatte jetzt hier ein bisschen Grip-Probleme und ja, habe einfach direkt konsequent nach der Geraden wieder angefangen, hier meine Linie zu fahren. Und die Linie war einfach besser. Jetzt konnte ich mich hier daneben setzen. Das war die Chance, weil da hätte ich bis zur Geraden einen Vorsprung gehabt, der vielleicht groß genug ist. Er ist jetzt neben mir. Ich bremse spät in die Kurve und Katastrophe. Ich meine, die Red Bull Drift Brothers werden vielleicht an der Stelle jetzt stolz auf mich. Das bisschen spät in die Kurve gebremst. Möglicherweise kam jetzt hier vielleicht ein bisschen der Aero-Schaden hinten zu tragen. Ich weiß es nicht. Ich denke eher, es war ein Fahrfehler und nicht mangelnde Aero hinten. Und dadurch habe ich jetzt hier die Position wieder verloren. Das war ärgerlich, weil jetzt hätte ich die Chance gehabt. Ich denke, 8, 9 Zehntel Vorsprung hätten gereicht, um mich hier auf der Gerade zu behaupten. Und ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich die hätte hier rausfahren können auf den Kollegen, um dann hier vorne zu bleiben. So, jetzt macht er innen zu. Jetzt bin ich quasi in der Position, die er die ganze Zeit hatte. Hol jetzt hier aus und, ach, ja, weil er jetzt hier nicht aus dem Pushen kommt, fahren wir jetzt hier nebeneinander durch. Ich dachte, ja, wenn ich nicht vorne bin, dann kriegt er wenigstens keinen Windschatten, dann fahren wir halt hier nebeneinander auf die Straight. Setz mich jetzt hier innen durch, er hätte hinter mir einstellen müssen und jetzt an der Stelle habe ich gehofft, weil er ein bisschen zurückgezogen hat, dass er so weit gelupft hat, dass ich einfach den Überschuss, den ich habe, weil er vom Gas ging, diesen kleinen Advantage hätte mit über die Gerade nehmen können, aber obwohl er gelupft hat. Guck mal, wo wir hier sind. Wir sind halb über die Straight und da ist er schon wieder vorbei. Und 269. Hab noch ein paar Meter Windschatten gehabt, aber 269. Extrem frustrierend. Hab mich jetzt direkt wieder gezeigt. Jetzt macht er sich hier mittig breit. Ich versuche nach ganz außen zu gehen, um hier mehr Schwung mitzunehmen. Aber konnte an der Stelle hier einfach den Vorteil nicht nutzen. Super frustrierend. Hab jetzt ihr versucht mich wieder gut zu positionieren. Das hat aber nicht so gut geklappt wie davor in der Runde. Ja, jetzt macht er hier innen zu. Ich habe versucht, außen mitzugehen. Aber wir haben gelernt beim Update, Off-Track ist einfach außen nicht so viel Grip. Ja, hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Und damit mussten wir uns ein weiteres Mal hinten anstellen und haben jetzt sogar hier ein bisschen Rückstand mittlerweile. Jetzt in dem Falle hat er die Linie hier auch ganz gut getroffen, ganz sauber. Hat jetzt hier sogar ein bisschen Vorsprung mit auf die Straight nehmen können. Der Führende mittlerweile fast 4,5 Sekunden weg, weil er natürlich einfach profitiert, wenn wir hier kämpfen wie die Beschmiergelten. Und ja, ich hier der Meinung bin, mit dem M4 GT3 wahrscheinlich denselben Straightline-Speed zu fahren wie einen M4 GT3, traurigerweise. Ja, und jetzt... Das ist ärgerlich gewesen. Jetzt bin ich nämlich in der Situation, dass ich den Windschatten habe, den er... Es ist ungefähr der Abstand, den er zwischendurch hatte. Vielleicht eine halbe Zehntel bis Zehntel zu viel. Aber ihr seht schon, hier geht nichts. Es wäre eigentlich die Phase, in der ich mich ansaugen müsste und dann ausscheren könnte, aber so wie das hier gerade ausschaut, verliere ich hier halt noch. Ich habe zwar ein bisschen Windschatten, fahre jetzt 270. Denke ich, war knapp unter 271. Ja, aber da mache ich nichts. Also da bin ich ja selbst mit Windschatten. Ja, ihr seht schon oben, 7,9 Zehntel. Ich habe, obwohl ich im Windschatten war, noch Zeit verloren. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber gekämpft wie ein Löwe. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe es die ganze Zeit versucht. Und das macht einfach Bock. Also ich meine, im Endeffekt ist das Ergebnis scheißegal. Und auch so eine Kollision ist egal. Es war ein Spaßrennen, es war einfach nur ein Online-Lobby. Positioniere mich jetzt hier ganz gut. Und jetzt. Gucken wir. Drag Race. Da ist die Zielina. Verdammte Hacke. Ich habe alles versucht, aber es hat am Ende nur für P3 gereicht. Der Sieg wäre, glaube ich, sonst... Ich will nicht sagen locker drin gewesen, aber wäre auf jeden Fall möglich gewesen, zumindest nachdem Gammel dann zum Essen zitiert wurde. Aber ich glaube, das hat gut gezeigt, wo hier so die Stärken und Schwächen liegen, weil der M6 war natürlich bekannt für seinen Topspeed und der M4 jetzt ist definitiv jetzt schon bekannt für seinen nicht vorhandenen Topspeed und gerade mit Aero-Schaden. Mein Auto ist jetzt auf jeden Fall bekannt für die langsamste Raupe hier auf Bauernrika. Aber Zweikampf war mega. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch der Zweikampf auch gefallen hat. Und ja, ob euch dann auch die Platzierung am Ende des Tages egal ist, wenn ihr denn vorher so einen genialen Zweikampf hattet. Haut's gerne mal rein. Ich freue mich über eure Bewertung. Lest mir das alles gerne durch und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. An der Stelle ist das Video leider schon wieder vorbei. Ihr könnt einmal hier den Kanal abonnieren oder hier kommt ihr zu den nächsten Videos. Ich freue mich natürlich mega über eine Bewertung. Lasst einen Like da, aktiviert gerne die Glocke. Die meisten Zuschauer haben den Kanal nämlich nicht abonniert. Ansonsten guckt auch gerne mal in die Kanalmitgliedschaften und ja, da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.